Ein bisschen erschöpft, aber glücklich ist der 18-jährige Schwinger wieder zurück. Als Vizekönig dürfen heimzukommen, macht der Giger Samuel stolz. Ja, das ist ein super Gefühl. Das ist, ja, ist fast unbeschreiblich. Ich bin auch gefreut, dass ich so gut schwingen durfte, dass ich wieder gesund haben konnte. Es hat wirklich Spass gemacht gestern. Auch der Präsident des Thurgauer Kantonalen Schwingverband ist begeistert über die gute Leistung des Thurgauer Teams. Schlussendlich haben wir super drei eidgenössische Grenzen erkämpfen. Mit ein bisschen mehr Wettkampfglück wären da zwei mehr drin gelegen. Aber wir sind super zufrieden mit den drei Grenzen, die wir wirklich erkämpfen konnten. Und sozusagen der Vizekönig jetzt im Thurgau haben, ist natürlich für uns Kantonalverband super. Nachdem der junge Schwinger schon das kantonale Schwingfest gewonnen hat, überzeugt er auch am Eidgenössischen. Seine Spezialität ist die Kurzkreuzgriffattacke. Aber es hätte auch mentale Stärke gebraucht. Ja, ich habe mich auch super gefühlt. Also, ich bin nicht nervös oder irgendetwas. Ich hatte einfach eine gesunde Anspannung. Ich konnte die Energie umsetzen. Auch die Energie, die in der Arena war. Ich hatte ein super Publikum. Ja, und es hat auch Freude gemacht, so schwingen, und es ist wirklich super gelaufen. Der Giger Samuel hat schon als kleiner Bub angefangen zu schwingen. Schon mit 8 war er im Schwingverein dabei gewesen. Nur durch jahrelanges Training kann das Niveau erreicht werden. Das Training ist auch schon bei den Kleinen kein Kinderspiel. Es ist körperlich intensiv. Es ist ein Einlaufen am Anfang, als man den Körper warm hat. Unfallgefahr wird man so klein wie möglich halten. Und dann wird halt auch wie jedem anderen Sport, es wird Technik gebüffelt, es wird Kondition, es wird ein bisschen Kraft. Und halt dann den Wettkampf geübt im freien Training, wo man dann eben durchführen tut. Diesen Samstag findet Zweifelder den Tag der offenen Tür statt, wo alle Interessierten können Sagmellluft schnuppern können.